Hallo und ein herzliches Willkommen an euch Leute da draußen. Wir sind wieder bei Sons of the Forest mit Wobra und ja, es gibt neue Sachen bei Sons of the Forest. Und zwar auch, warte mal, Moment, es gibt nämlich jetzt, wenn ich das finde, wenn ich das finde, da war es doch, hier. Ein Regenfänger, also Wasserfänger. Den können wir jetzt bauen. Soll ich den hier hinbauen oder soll ich den... Ne, warte mal, hier geht es nach unten nachher. Doch, hier kann ich ihn hinbauen eigentlich. So. Wo ist denn meine Schildkröten? Habe ich denn nie eine Schildkröte ausgenommen? Wahrscheinlich nicht. Der hier. Mal hier hin. Also es kam ja gestern ein neues Update und ja, es gibt einiges Neues. Die haben ziemlich viel neu dazu hinzugefügt. Zum Beispiel auch eine neue neuen Boss-Dämon. Ups, wollte ich gar nicht. Einen neuen Boss. Und zwar Kevin, mein Freund. Ach, guck mal da, das ist ja auch hier unsere nette Virginia. Und zwar gibt es einen neuen Dämonenboss in den Höhlen am Ende der Hölle. Heißt die Höhle. Keine Ahnung, wo die ist. Es gibt neue tote Kultisten auf der Karte. Es gibt neue. Ja, es gibt neue Puppets, heißen die hier, also neue Gegner. Neues Höhlensystem, Überwachungsraum zu Wohnbunker hinzugefügt. Story-Elemente wurden hinzugefügt, welche weiß ich noch nicht. Aber so sollte es auf jeden Fall sein. Ein automatisches Sicherungssystem beim Überschreiben von Spielständen, das ist jetzt nicht so wichtig, aber naja. Goldrüstung in ein neues Höhlensystem verschoben, also das gibt es jetzt nicht mehr in in dem einen Bunker, sage ich jetzt mal. Sondern müsste jetzt irgendwo in irgendeiner anderen Höhle sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist uns kalt. Uns ist kalt. Ich brauche noch drei Stöcke. Was gibt es noch? Todmatsching in einem Bunkerwohngebiet neu positioniert, sodass es möglich ist, in den Bunker zurückzukehren. Ah, siehst du doch, da haben mir nur die Dinger gefehlt. Habe ich noch einen? Ne, noch einen habe ich nicht. Jetzt hätte ich noch einen zweiten gemacht. Wir sind ja immer recht schnell leer. Aber so können wir dann auch hier trinken können. Die Wände will ich noch machen, ne? Jetzt habe ich aber überlegt, ich werde hier noch was dran bauen. Hallo Virginia, wie geht's dir, meine Schnucke? Hallo? warte mal, ich wollte noch was ausprobieren hier. Und zwar habe ich doch Klamotten. Oh mein Gott, der arme Kerl. Nee, das kann ich nicht als. Oh, der. Oh, hallo. Mr. Terminator. I'll be back. Er freut sich auch schon, geht direkt erstmal los. Sau, ey. So, warte mal. Dafür muss ich das hier mal eben wegnehmen. Also es wurde nur weitaus mehr gefixt und verbessert. Zum Beispiel auch hier die Feldrationen hier, die sind jetzt erhöht worden von der Hungerfülle. Und die Katzenfutterkonserven sind verringert worden. Das heißt, dafür kriegt er nicht mehr so viel Futter. So, warte mal, ich mache das bei ihm hier. So. Kann ich nicht hier hin tun, das ist blöd. Muss ich mal eben kurz. Muss mal eben auffüllen. Ich baue jetzt erstmal weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern ich jetzt die nächsten Tage noch dazu komme, die
Höhlen noch mal neu zu machen und sowas. Da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Wenn nicht, baue ich erstmal weiter die nächsten paar Tage. Ich hatte eigentlich gedacht, gehofft, da kommt noch ein bisschen mehr, also was anderes. Aber bis jetzt wohl nicht so ganz. Wir werden nicht wieder unterm Haus stecken bleiben. Falls ihr noch was sehen wollt, könnte ich gerne noch mal ein paar Höhlen noch mal erforschen. Also noch mal durch die Höhlen gehen, gucken, was da noch mal gefixt wurde oder was da alles noch mal hinzugekommen ist. Aber momentan weiß ich nicht so recht, ob ich das noch machen soll. So, die baue ich jetzt hier unten alle ab. An den Feuerstellen muss auch einiges geändert worden sein. Schon hat eben gedacht, wir kommen da angerannt. Ach du Schande. Heftiges Gewitter auf einmal bei uns hier. Hier los. So, und zwar habe ich dem jetzt vor, das, warte mal. Nicht das hier runter, nee, doch. Hier bin, Achtung. Da. Da. Bin gleich wieder da. Muss mal eben kurz Pause machen. Uiuiui, sage ich da nur. Junge, warte mal. Nein, nein, das ja. Au! Das wollte ich gar nicht. Ach so, die Rüstung, die verträgt jetzt auch 75% Rüstung oder sowas. Ja, 75%. Angeblich. Wie ihr seht, hat sich, glaube ich, nicht so wirklich viel benutzt, genutzt. Was ist jetzt eigentlich mit unserer. Ach da, du hast ja überhaupt nichts gemacht, Schnucki. Hättest du aber helfen können, ne? So geht das ja, genau. So. Dann würde ich hier nämlich gerne. Genau. Auch wenn ich die nachher eventuell nicht mehr brauchen könnte. Aber ich will hier die ganzen Stämme auffangen lassen. Wenn der das dann. Danke. Wo ist der hin? Ach, da oben. Da habe ich doch ein bisschen blöd dahin gebaut in Moped. Zwei nochmal da wegnehmen. So, und hier baue ich dann nämlich jetzt die Auffangdinger hin, ja. Stammlager.
Und dass da vier Stück hinpassen. Ja, eins, zwei. Ah, super. Komm her, ihr Babys. Noch einer. Lebt denn der alte Holzmichel noch? So, alle tot. Oder auch nicht. Virginia macht nur mal Kleinholz aus meiner Bude. Was? Ach, die Vieh lebt noch hier. Habe ich gut gemacht. Was? Ist ja mitkommen? Jetzt führt die mich wieder dahin, wo die mich schon mal hingeführt hat. Ich bin mal gespannt. Warte mal. Was gibt es denn hier? Wie das aussieht mit dem einen Bein daraus. Voll lustig. Schön, ne? Nein. Ja, ich bin da. Okay, okay, okay. Ich will mich schon wieder irgendwo hinführen. Da vorne hat er mich letztens irgendwo hingeführt. Ich gehe einfach mal mit. Wir haben ja jetzt ja eh nicht so viel zu tun. Also ich werde wohl eventuell die Tage nochmal in eine Höhle gehen. In so zwei, drei, vier Höhlen. Nein, um mal zu gucken, was da los ist. Ach so, und noch was. Die Kisten, die jetzt hier überall rumliegen. Wenn ihr die öffnet, bleiben die geöffnet. Die werden nicht wieder verschlossen sein bei dem nächsten Neustart. Und wieder zum Hubschrauber. Und wenn ich die jetzt aufmachen würde, würden die beim nächsten Mal trotzdem aufbleiben. Und deswegen lasse ich die auch zu. Man müsste auch so einen Daumen machen müssen, damit sie Bescheid was gesehen haben. So, aber ja. Warte mal, habe ich die nicht schon gebaut jetzt gehabt? Ja, die Mopeds. Ja, ne? Müsste mal testen eben. War eben kurz mit dem Bäumchen hier. Warte, apropos, warte mal, das ist mir letzte Nacht noch eingefallen. Nachts. Ich hab doch. Wo ist sie denn da? Die ist nämlich auch verringert worden von dem Verbrauch. Die verbraucht nämlich jetzt weniger. Wie gesagt, wir werden mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, wir können jetzt mitarbeiten, wenn du Lust hast. Im Wasser gefallen ist. Na gut, lebt das Vieh noch? Warte, nicht so. Scheint so, als wenn ich das nochmal neu machen muss. Und zwar. Ich gehe jetzt gleich schlafen, einen Moment. Hat da sonst mal geklappt hier? So, und zwar komme ich hier nicht mehr. Was eben nicht so? Ich sehe halt nichts. So, dann gehe ich jetzt schlafen, damit ihr auch was seht. Ich habe davon nicht vergessen. So, ich will auf jeden Fall bis zum Tag 50 spielen. Gewinn, komm mal irgendwas her. Ist schon eine coole Sau. Sieht echt geil aus, ne? Die Jacke mit der Sonnenbrille bei ihm. Mega. Jetzt hat er nicht mehr das für den Ohren, oder? Doch, hat er immer noch. Und du bist sowieso eine Schneckchen, ne? Was hast du mir denn diesmal mitgebracht? Aloe Vera. Dankeschön. Nasche streckt mal für die Heilung. Oh, ich habe gar nichts zu essen. Essen. Brauche ich noch was zu essen? Okay, und die sind noch nicht reif. Dann esse ich mir ein Meal. Gut. Weg damit. Kann ich hier noch dran trinken? Irgendwo hier konnte ich doch trinken. Wahrscheinlich bei eingefrorenen nicht mehr. Und daher gehe ich bei ihm kurz darunter. Die Terrasse muss ich auch mal ein bisschen vorbereiten, damit ihr wisst, was ich machen will, was ich hier vorhabe mit dem Bauen noch. Nee, da mache ich nämlich später noch die schöne Terrasse. So ein kleines schönes Häuschen am See da machen. Oder im See. So, auf jeden Fall kann ich da hinten jetzt weitermachen. Erstmal mit dem Bäume fällen. Die stehen jetzt richtig, das ist gut. Na, was hast du denn so eilig? Mäuschen. Warte mal, ich steck die mal auf die. Auf welche mache ich die denn? Ich mache die einfach mal auf die 4. Ich weiß zwar nicht mal, was ich auf der 4 hatte. Ich glaube, den.
Hier, Armbrust, genau. Da sind wir doch viel schneller mit fertig. Ey. Achtung! Gut, interessiert die nicht. Den haben wir auch noch hier. Oder nicht? Ich den auch noch mit dazu und dann haben wir erstmal, glaube ich, genug. Was machst du da? Irgendwie will er nicht mehr. Machen wir das halt so. Aber ich weiß, viele wollen nicht mehr dabei sein, sind bestimmt dagegen, dass ich hier sowas baue oder wollen nicht, dass das nur mit Bauen zustande kommt oder sowas. Aber ich habe gedacht, sowas gehört auch mit dazu. Von daher werde ich das auch zeigen. Und da das eben mittlerweile, glaube ich, denke ich mal, so ein bisschen ausgelutscht sein wird, das The Forest. Und ich momentan keine Ahnung, was ich als nächstes Projekt angehen soll. Habe ich gedacht, komm, baust hier noch ein bisschen, machst hier ein bisschen Häuserbau und sowas. Vielleicht wollen das ja noch einige sogar sehen. Und, hallo Schnucki. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach's hier weiter. Ich steife das ja noch zum nächsten Patch. Ja, mit den Neuerungen, mit den Updates. Spiel erleidet keine Überlebensschaden mehr, während er an Bildnissen aufgehängt ist. Okay, keine Ahnung. Achso, die haben die Goldrüstung verringert. Okay, die haben von 90 auf 70 runtergemacht. Okay. Ich habe immer gedacht, die hätte gar keinen Schaden. Die blockt keinen Schaden. Haben die dann doch noch was schlimm besser? Schade. Aber naja, okay, ich habe immer gedacht, ich habe eh keinen, kriege eh keinen Schaden. Aber ja, ich kriege normalen Schaden mit der. Aber das war da wohl falsch gedacht. Ich habe die jetzt auch noch an. Einfach weil die Gold ist halt einfach hübsch, ne? Ist noch nicht ganz voll die Seite. Jetzt 3 oder 4? 3, eine daneben müsste noch. Hallo. Mal gucken, ob das passt, wenn ich die hier rüber werfe, ob die da auch reingehen. Ich muss die um. Die rollen da langsam hin, ja. Den Kevin nicht gesagt, er soll da vorne im sich verstecken. Oder kriegt er gerade Besuch? Das ist gar nicht der Kevin. Wow, das ist sogar richtig, was der eine zu mir gesagt hatte, mal in dem Chat. An der Pfeilspitze und dann trifft man.
Nicht schlecht, habe ich gar nicht gewusst. So, wir haben jetzt hier erstmal voll, das heißt, ich kann hier weitermachen. Und hier. Hätte die vielleicht nicht direkt da hinten bauen sollen, aber na, ist jetzt ja auch egal. Ich mache mal da ein und da einen. Den mache ich da ein bisschen. Den auch. Heißt, passt, ne? Oder? Ich denke mal. Werde ich jetzt alles so machen. Gucken, wie weit ich damit komme. Passt. Nein. Es wird auch wieder ein Verbrauch werden. Eigentlich sollte ich die Wände hier auch mal langsam fertig machen, aber ich möchte hier gerne so einen Anfang haben. Aber das ist blöd. Wie hat der Libby das da mal gemacht? Mal los. Knucki, ich wollte eigentlich gerade das Ding hier wegkürzen. Ich hoffe, ich treffe die jetzt nicht. Scheint, so hat das geklappt. Geht das auch? Jo, also wenn das alles so weiterläuft, dann ist es ja perfekt am Laufen, ne? Super. Jetzt sind wir bei 28 Minuten, dann mache ich jetzt Feierabend. Wir sehen den Rest dann morgen und muss ja gucken, vielleicht mache ich das nur noch alle 2 Tage. Werde ich sehen. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Folgen auf und wir sehen uns dann vorerst morgen. Und eventuell mache ich ab nächste Woche dann alle 2 Tage nachmittags. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye, bye.